Wenn du dir schon mal überlegt hast, deine Meilen für ein Upgrade einzusetzen, dann kann ich dir eigentlich nur davon abraten. Upgrades hören sich simpel und toll an, beherbergen jedoch viele Tücken und Nachteile. In diesem Video möchte ich dir alles zum Thema Meilen-Upgrade für die Lufthansa-Gruppe vorstellen und erklären, warum ich kein großer Fan von diesem Angebot bin. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo, hier ist Kevin von Points Travel Tech. Fangen wir mit den Basics an. Was ist ein Upgrade? Ein Upgrade ist eine nachträgliche Änderung einer Flugbuchung auf eine höhere, bessere Reiseklasse. Zum Beispiel von Economy, der niedrigsten Klasse, auf Business Class. Oder von der Business Class zur First Class. Wenn du die Unterschiede der verschiedenen Reiseklassen kennenlernen willst, dann sieh dir dieses Video an. Ich verlinke es dir unter dem Like-Button. Es ist theoretisch möglich, ein kostenloses Upgrade zu erhalten. Außer einen hohen Status zu haben, kann man aber nicht viel dazu beitragen, um die Chancen zu erhöhen. Egal, was andere Leute auf Social Media erzählen. Es bleibt einfach Glückssache. Ich beschränke mich in diesem Video auf Upgrades innerhalb der vier Netzwerk-Airlines der Lufthansa-Gruppe, nämlich Lufthansa, Austrian, Swiss und Brussels Airlines. Die Regelungen bezüglich Upgrades bei weiteren Airlines sind noch einmal komplizierter bzw. restriktiver, so dass oft gar kein Upgrade möglich ist. Es ist nicht möglich, ein Upgrade durchzuführen, wenn man auf einem Codeshare-Ticket unterwegs ist. Solltest du im Vorhinein geplant haben, ein Upgrade durchführen zu wollen, dann achte bei der Buchung unbedingt darauf, welche Airline den Flug tatsächlich durchführt. Wenn die Airline sich von den vier anfangs genannten unterscheidet, informiere dich am besten bei der Hotline, bevor du buchst, ob die theoretische Chance auf ein Upgrade überhaupt besteht. Wie kommt man nun zu einem Upgrade? Es gibt vier Möglichkeiten, für Upgrades zu bezahlen. Mit Meilen, mit Upgrade-Voucher, mit Cash zum Festpreis und mit Cash als Gebot. In diesem Video beschränke ich mich auf die Meilen- und Voucher-Upgrades. Wenn du gerne ein Video zum Thema Cash-Upgrades hättest, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Theoretisch kannst du deine Prämienmeilen für Upgrades bei jedem Flug der vier Netzwerk-Airlines der Lufthansa-Gruppe, den du mit Geld bezahlt hast, upgraden. Charterflüge oder Pauschalreisen stellen die Ausnahme dar. Außerdem sollte das Ticket im Idealfall direkt bei der Airline und nicht über einen Drittanbieter wie Expedia gebucht worden sein. Einen Prämienflug, also ein Ticket, welches du mit Meilen bezahlt hast, kannst du nicht mit Meilen oder Vouchern upgraden. Aus der Economy kannst du zur Premium Economy oder Business Class upgraden. Aus der Premium Eco geht's nur bis zur Business Class. Und ein Business Class Ticket kann auf die First Class upgegradet werden. Es ist nicht möglich, von der Economy oder Premium Economy in die First Class zu gelangen. Wie viel kostet ein Upgrade? Das variiert nach Strecke und Buchungsklasse. Zum Glück sind die Preise Fixpreise und demnach gibt es eine gute Tabelle von Miles & More. Ich verlinke sie in der Beschreibung. Das Upgrade von einer Strecke zwischen Europa und der USA von Economy zur Business Class kostet 50.000 Meilen. Wenn du die teure Buchungsklasse B oder Y gebucht hast, kostet es nur 35.000 Meilen. Ein Upgrade von Business zu First auf der gleichen Strecke kostet ebenfalls 50.000 Meilen. Auf einer Langstrecke, je nach Destination, Airline, Reise und Buchungsklasse, werden 1 bis 3 E-Voucher für ein Upgrade benötigt. Hier siehst du eine Auflistung dazu. Zusätzliches Geld wird für ein Upgrade mit Meilen oder Vouchern nicht fällig. Wie kann man das Upgrade durchführen? Ein Meilen-Upgrade kannst du selbst online auf der Miles & More Webseite buchen, telefonisch via der Hotline oder am Flughafen am Check-in-Schalter. Auf der Miles & More Webseite loggst du dich mit deinem Account ein. Dann gehst du auf Mein Konto und anschließend auf Buchungen. Danach scrollst du nach unten, bis du den Punkt Ihre Upgrade-Möglichkeiten findest und klickst dort auf Online buchen. Nun solltest du eine Maske vorfinden, die deine bereits gebuchten Flüge anzeigt. Sollte dein gewünschter Flug nicht ersichtlich sein, kannst du ihn anhand deines 6-stelligen Buchungscodes hinzufügen. Bei der jeweiligen Buchung solltest du rechts oben ein Dropdown-Menü sehen, bei dem dann hoffentlich Upgrade durchführen auszuwählen ist. Wenn ein Upgrade verfügbar ist, herzlichen Glückwunsch! Du hast viel Glück gehabt, denn die Chancen, dass dies so klappt, sind ziemlich gering. Warum ist das so?
weil Upgrade-Verfügbarkeiten aus einem eigenen, sehr limitierten Kontingent geschöpft werden. Ähnlich wie bei den Premium-Tickets. Ob es der exakt gleiche Pot ist wie der der Meilenflüge, kann ich weder bestätigen noch verneinen. Falls du hier genaueres weißt, schreib es bitte in die Kommentare. Es bedeutet auf jeden Fall, dass Business-Class-Plätze, die du auf Lufthansa oder Austrian.com findest, dir keine Garantie geben, dass du ein Upgrade mit Meilen durchführen kannst. Weil diese Verfügbarkeiten eben aus einem anderen Kontingent geschöpft werden. Wenn du aber für deinen Flug auf der Miles & More Webseite Verfügbarkeiten in der Business Class siehst, die du mit Meilen kaufen kannst, dann stehen die Chancen für ein Upgrade mit Meilen schon ganz gut. Wenn du die Hotline anrufst und nach einem Upgrade fragst, kann es sein, dass sie dir kein Upgrade garantieren können, aber es besteht oft die Möglichkeit, dich auf die Warteliste dafür zu setzen. Wenn du dich dafür entscheidest, kann von diesem Zeitpunkt an bis zum Einsteigen in den Flieger das Upgrade noch durchgehen. Es kann aber auch nicht klappen. Wenn dein Wartenlisten-Upgrade für die Business Class durchgeht, bevor du den Flughafen erreichst, dann darfst du am Flughafen alle Vorteile der höheren Reiseklasse ausnützen. Du kannst beispielsweise also zum Business Class Check-in-Schalter, darfst durch den Fast Track bei der Sicherheitskontrolle und auch in die Lounge gehen. Wenn du am Flughafen ankommst und das Upgrade ist immer noch nicht durch, dann musst du alles so machen, wie es deine ursprüngliche Buchung für dich vorsieht. Wenn du beim Einsteigen ins Flugzeug dann eine neue Bordkarte mit der höheren Reiseklasse bekommst, hast du leider nur während dem Flug den besseren Service und nicht schon am Flughafen. Leider ist es so, dass die Meilen in jedem Fall zur Sicherheit 2 Tage vor Abflug abgezogen werden. Egal, ob es durchgeht oder nicht. Hiermit will Miles & More sicherstellen, dass du überhaupt die notwendigen Meilen für ein Upgrade hast, bevor sie es vergeben. Es ist aber leider keine Garantie, dass das Upgrade klappt. Wenn das Upgrade nicht durchgeht, werden dir die Meilen wieder gutgeschrieben. Das Fazit ist also, es ist erst entschieden, wenn du beim Flugzeug einsteigst. Aber wenn dir das Video bis jetzt gefällt, dann drück bitte jetzt auf den Like-Button und abonniere meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Danke! Jetzt habe ich grundsätzlich erklärt, wie man ein Upgrade mit Meilen durchführen kann. Nun möchte ich die Vor- und Nachteile von Upgrades ansprechen und erklären, warum ich grundsätzlich davon abrate. Dennoch möchte ich erläutern, für wen sich ein Upgrade lohnen könnte. Die Vorteile sind schnell abgehakt. Wenn es klappt, dann reist du in der besseren Reiseklasse. Die Nachteile sind etwas ergiebiger und lauten: die Ungewissheit, die höheren Kosten und die geringere Leistung. Schauen wir uns im Detail an, was ich damit meine. Zunächst das Offensichtlichste. Das hohe Risiko, dass das Upgrade nicht klappt. Logischerweise gilt auch, je mehr Personen in einer Buchung, desto geringer sind die Chancen. Es ist nämlich wichtig zu beachten, wenn mehrere Personen auf einer Buchung sind, dass man nur alle Passagiere upgraden kann. Jemanden von deiner Gruppe in der Eco zurücklassen, geht also nicht. Wenn du unbedingt First oder Business Class fliegen willst, dann ist es eine ganz schlechte Idee, im Vorhinein davon auszugehen, dass man dies mit einem Upgrade erreichen will. Wenn du garantiert ein bestimmtes Erlebnis haben möchtest, dann musst du es auch direkt buchen. Wie kannst du diesen Umstand zumindest zum Teil umgehen? Wenn du eine bestimmte Buchung, die du mit Cash zahlen willst, bereits im Auge hast, dann kontrolliere vor der Buchung, ob es bei Miles & More den exakt gleichen Flug mit Meilen in der gewünschten Reiseklasse gibt. Meistens wird das die Business Class sein. Wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen für ein Upgrade ganz gut. Führe deine Buchung online durch. Danach versuchst du sofort, entweder selbst auf der Miles & More Seite abzugraden, wie ich es dir vorher erklärt habe, oder du rufst die Hotline an. Die Hotline hat den Vorteil, dass sie dir im Fall, dass das Upgrade nicht garantiert werden kann, innerhalb der ersten 24 Stunden deine Buchung kostenlos stornieren kann. Ich habe diese Technik bereits erfolgreich für meine Upgrade-Voucher angewandt. Das habe ich in diesem Video beschrieben. Wir haben dafür fast ein Jahr im Voraus gebucht, sind aber dadurch auf ein Problem gestoßen, welches ich heute anders lösen würde als damals. Das Problem ist, dass ein Upgrade von den günstigsten Economy-Buchungsklassen K, L und T in die Business Class 3 Voucher pro Richtung kostet. Alle anderen Eco-Buchungsklassen verlangen nur 2 Voucher. Ich hatte aber nur 4 Voucher und wollte beide Richtungen upgraden. Online wird einem immer nur die billigste verfügbare Buchungsklasse angeboten.
Und da ich mit dem Buchen so früh dran war, konnte ich nur Tickets kaufen, die 3 Voucher pro Strecke verlangten. Meine Lösung damals: bei der Hotline anrufen und mein Ticket via dem Telefon kaufen. Dort konnte ich nämlich explizit die günstigste Buchungsklasse kaufen, die nur 2 Voucher für das Upgrade verlangt. Der Haken an der Sache ist, dass Buchungen von Cash-Tickets via dem Telefon ca. 50 Euro Aufpreis pro Ticket kosten. Jetzt kommt der Pro-Tipp, der hier helfen könnte. Online sucht man wieder denselben Flug, aber zum Beispiel für 5 Personen. Man schreitet in der Buchung so weit voran, bis man zum Zahlen aufgefordert wird. Dann wählt man Apple Pay, führt aber die Bezahlung nicht aus, lässt den Tab aber offen. Diese Tickets, die automatisch in der günstigeren Buchungsklasse sind, sind kurzzeitig wegreserviert. Öffne nun einen weiteren Tab und suche nochmals für dich die Tickets, die du wirklich haben willst. Wenn du Glück hast, hast du mit dem ersten Tab die günstigsten Buchungsklassen wegreserviert. Und dir werden die teureren Tickets der nächsthöheren Buchungsklasse angeboten. Und du kannst sie ohne Telefonaufpreis kaufen. Wo sieht man, welche Buchungsklasse man kauft? Wenn du bei der Suche auf Austrian, Lufthansa oder Swiss zum Punkt kommst, wo du die Preise für Economy, Premium Economy und Business angezeigt bekommst, klickst du auf Economy und dann auf den kleinen Button Tarife und Buchungsklasse vergleichen. Im sich anschließend öffnenden Fenster steht ganz unten die Buchungsklasse, die durch einen einzelnen Buchstaben gekennzeichnet ist. Für Meilen-Upgrades ist diese Technik nur bedingt sinnvoll, weil dadurch nur unnötig höhere Kosten entstehen. Aber für Voucher-Upgrades ist es durchaus eine Lösung. Das bringt mich zum nächsten Nachteil: die höheren Kosten. Wieso höhere Kosten? Das Upgrade ist doch gratis und die Meilenflüge kosten doch auch Geld. Es ist richtig, dass man bei Tickets, die man mit Meilen kauft, Steuern und Gebühren zuzahlen muss. Und die Lufthansa-Gruppe verlangt relativ hohe Zusatzkosten. Aber wenn wir uns dieses Beispiel von einem Flug von Wien via München nach New York ansehen, den ich auf Miles & More gefunden habe, dann ist diese Reise in Business Class, die von United geflogen wird, mit 372 Euro Steuern und Gebühren recht günstig. Suche ich die exakt gleichen Flüge bei Austrian.com, dann kostet das günstigste Economy Light Ticket 484 Euro. Das Economy-Ticket kostet also 112 Euro mehr als die Steuern des Premium-Tickets in Business Class. Das Upgrade zur Business Class würde für beide Richtungen 100.000 Meilen kosten. Man könnte nun meinen, die 12.000 Meilen weniger sind vielleicht 112 Euro wert. Aber dann kommt noch der nächste Nachteil von Upgrades hinzu: die geringeren Leistungen. Manchmal sind die Kosten sehr ähnlich, zum Beispiel bei dieser Buchung, die ich für November gesucht habe. Das Economy Light Ticket von Wien via Frankfurt nach New York und wieder retour kostet 693 Euro. Die gleichen Flüge in Business Class finde ich bei Miles & More um 112.000 Meilen und 678 Euro Steuern und Gebühren. Das Upgrade von Frankfurt nach New York und retour würde jeweils 50.000 Meilen kosten, also insgesamt 12.000 Meilen weniger, als wenn wir gleich das Business Class Ticket gekauft hätten. Jetzt kommen wir aber zu den geringeren Leistungen. Durch ein Meilen-Upgrade bleiben die Gepäckbestimmungen und die Menge an Meilen und Status-Points, die du sammelst, wie deine ursprüngliche Buchungsklasse. In dem Fall bedeutet das, dass du mit Economy Light kein kostenloses Gepäckstück mitnehmen kannst, nur Handgepäck. Mit dem Meilen-Ticket in Business Class hast du 2 Freigepäckstücke und 2 Handgepäck, die du kostenlos mitnehmen kannst. Kleiner Nachteil: mit dem Meilenticket sammelst du keine Meilen oder Statuspoints. In diesem Fall hat jede Reise einen Zwischenstopp in Frankfurt. Wenn du das Upgrade machst, gilt das Upgrade ausschließlich für die Reise zwischen Frankfurt und New York. Du musst also in Wien trotzdem zum Economy Check-in, darfst in Wien nicht in die Fast-Track-Sicherheitskontrolle und darfst dort auch nicht in die Lounge. Erst in Frankfurt darfst du die Lounge nutzen und auch einer der ersten sein, die den Flieger betreten. Das gleiche gilt für den Rückflug. In New York hättest du noch die Vorzüge der Business Class inklusive Lounge, aber in Frankfurt nicht. Und glaub mir, auf die Dusche in der Lounge nach dem Nachtflug zu verzichten ist ziemlich hart, wenn man es schon mal gewöhnt ist. Somit hast du mit dem Upgrade einiges an Komfort, die eine Reise in Business Class mit sich bringt, eingebüßt. Ich möchte hier anmerken, dass ich relativ günstige Eco-Preise gefunden habe
und dass die Steuern und Gebühren für Prämientickets in die USA sehr hoch sind. Nach Asien beispielsweise können die Steuern und Gebühren bei Business-Class-Tickets sogar unter 100 Euro liegen. Und abschließend gehen wir in diesen Beispielen immer von einem garantierten Upgrade aus, welches ausgesprochen selten ist. Du siehst also, es spricht sehr viel gegen Meilen-Upgrades. Mir persönlich fallen nur zwei Szenarien ein, wo ich ein Meilen-Upgrade in Erwägung ziehen würde. Erstens, die Kosten des Economy-Tickets werden von jemandem anderen übernommen. Viele Geschäftsreisende bekommen nur Economy oder Premium Economy bezahlt. Hier können Meilen-Upgrades einen günstigen Komfortboost geben, vor allem für Nachtflüge. Zweitens, für Paare, die nur genug Meilen für eine Person in Business Class haben. Hier könnte man überlegen, gemeinsam zwei Economy-Tickets zu kaufen und für eine Richtung für beide ein Upgrade zu machen. Die bessere Lösung wäre zwar, ein Meilenschnäppchen für zwei Personen zu buchen, in die USA kostet das dann hin und retour in der Business Class nur 55.000 Meilen pro Person. Aber Schnäppchen sind auch nicht immer so leicht zu planen oder zu bekommen. Mit den Sammelstrategien, die ich auf meinem Kanal bereits vorgestellt habe, sollte das Sammeln von Meilen nicht allzu lange dauern, dass beide Personen in den Genuss der Business Class kommen können. Abonniere also am besten meinen Kanal und durchstöbere meine Videos. Damit ist alles gesagt, was ich dir über Meilen-Upgrades erklären wollte. Wenn du gerne ein Video zum Thema Cash-Upgrades hättest, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du nun statt Upgraden lieber Direktflüge mit Meilen buchen willst, dann sieh dir dieses Video an, welches viele gute Strategien bereithält. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.